Hallo, bist du es wirklich? Du bist meine Seele? Du bist mein höheres Selbst? Oh, wow, es funktioniert, diese Meditation funktioniert. Was? Du meinst, das kann ich? Boah, aber echt, echt, das ist für mich möglich? Wow, so eine tolle Beziehung könnte ich haben? Oh, ja, ich stelle mir das vor, ich stelle es mir so vor. Und du sagst, ich habe in meinem Beruf noch gar nicht alles erreicht. Ich könnte noch viel, viel mehr mit meinen Gaben strahlen. Wow, oh, schick mir noch ein Bild. Wow, wirklich, boah, so kann mein Leben sein. Oh, ist das geil, ist das geil, ist das geil. Ich danke dir, Seele. Ja, ich danke dir. Was? Was ich jetzt damit mache? Das verstehe ich jetzt nicht. Wie, was damit machen? Ich soll was tun dafür? Warte mal, ich denke, ich soll träumen. So habe ich das verstanden. Weißt du was? Okay, ich denke einfach mal, ich habe gerade das Gefühl, jetzt gerade ist nicht die Zeit dafür, okay? Ich lasse es einfach mal wirken. Ich finde es einen wirklich coolen Traum. Ich lasse den einfach wirken. Und ich glaube, wenn die Zeit reif ist, also wenn die Sterne richtig stehen, weißt du, und vor allen Dingen, wenn ich mal Zeit habe. Und wenn ich mal richtig Zeit habe, dann gehe ich diesen Traum an. Aber boah, es ist voll cool. Es ist einfach so cool zu wissen, wer ich sein könnte. Ja, mit der Handlung. Nicht so profan, okay, nicht so profan. Hab mal ein bisschen mehr Vertrauen. Das kommt von alleine, liebe Seele, okay? Ja, lass es einfach mal. Wir lassen es einfach mal wirken. Es ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt. Ciao, ciao. So, ihr Lieben, wenn ihr heute Morgen dabei wart und wenn ihr dem, was ich so enthusiastisch rübergebeamt habe, eine Chance gegeben habt und vor allen Dingen, wenn du an der Meditation teilgenommen hast, dann hoffe ich, dass du eine echte Durchbruchserfahrung hattest, dass du gespürt hast, boah, da ist noch viel, viel mehr in dir. Allejenigen, die jetzt gerade vielleicht sagen, oh nein, Falk, bei mir hat es nicht geklappt, ist nicht so schlimm. Du findest ja die Meditation auf unserer Plattform, mach sie einfach nochmal, bis du wirklich merkst, die Tür geht auf und bis du eine Erfahrung davon hast, wer du eigentlich sein könntest. Du ahnst es sicher schon, in diesem Video geht es ums Eingemachte. Denn es gibt sehr, sehr viele Menschen, die eine Menge Träume haben. Vielleicht kennst du ja auch so einige. Vielleicht gehören einige von deinen Freunden dazu. Oder vielleicht kennst du auch denjenigen, der manchmal in einem Spiegel zu dir schaut und sagt, eines Tages, wenn die Zeit so richtig reif ist, eines Tages, wenn ich mal so richtig viel Geld im Lotto gewinne, dann gehe ich richtig los. Heute möchte ich dich herausfordern. Ich möchte mit dir darüber sprechen, was es für eine Gnade ist, in diesem Leben überhaupt an den Punkt zu kommen, dass du spüren darfst, da ist noch viel, viel mehr möglich. Denn die meisten von uns verlernen das in ihrer Kindheit. Spätestens dann, wenn wir aus der Schule herausgehen, sind wir in unserem Geist so gezähmt, so auf Mittelmaß trainiert, dass wir wirklich nur noch in einem ganz engen Korridor denken können. Und das Perverse ist, Leute, wir geben diese Grenze an unsere Kinder, an unsere Freunde weiter. Wenn du nicht aufpasst, kann es zum Beispiel sein, dass wenn einer deiner Freunde mal so richtig die Flügel hebt und sagt, ich gehe jetzt für den Jackpot, dass du ihn versuchst runterzuziehen, dass du ihm versuchst, mit Zweifeln wieder die Flügel zu bändigen. Und warum? Weil jeder kühne Traum da draußen natürlich an deinen eigenen inneren Fesseln rührt. Ich liebe dieses Thema, weil ich glaube, dass nichts unsere Würde als Mensch mehr befeuern kann, unsere Selbstachtung zum Erblühen bringen kann, als immer und immer wieder tiefer die Gaben, die du in dir trägst, zu bejahen und zu sagen, ich bringe die noch mehr in die Welt. Hart ausgedrückt glaube ich, dass die meisten Menschen da draußen gelernt haben, in einem wirklich mittelmäßigen Maß über ihr Leben zu denken. Und bitte verstehe mich an der Stelle nicht falsch. Mittelmaß bedeutet nicht falsch oder schlecht oder weniger wert. Es bedeutet einfach simpel, dass ein Riese, ein schöpferischer Riese, sich damit zufrieden gibt, ein Zwerg zu sein.
Oder dass ein Löwe auf einer Weide mit Eseln steht und anfängt, darum zu blöken, Angst bekommt, sich manipulieren lässt, glaubt, unglücklich sein zu müssen, weil er einfach im Laufe seiner Erziehung vergessen hat, wer er wirklich ist. So, ich möchte dir jetzt erklären, wenn du für dich etwas in dir trägst, wovon du sagst, das muss auf die Erde, wie du das tatsächlich machen kannst. Übrigens möchte ich dir gerne noch ein Bild zeigen. Wir haben nämlich die Pause genutzt zwischen den zwei Videos und waren in unserem Lieblingsfluss hier in der Nähe von Baden-Baden. Die, die jetzt gerade an unserer Immunboost-Kur teilgenommen haben, wissen, ich stehe gerade total auf Kältebaden. Und wir haben uns zur Tradition gemacht, wenn wir baden gehen, damit wir wirklich gut motiviert sind, immer mit einem heiligen Grund reinzugehen. Und heute, die Bilder sind gerade heute entstanden, bin ich für dich reingegangen. So für alle Menschen, die an dieser Erfolgswerkrunde teilnehmen möchten für die kommenden 33 Tage. Ich hoffe, die Energy kommt voll bei dir an. Ich habe jetzt drei Fragen an dich. Die erste Frage, die ich dir gerne stellen möchte, geht in deinem Leben noch mehr? Und da müssen wir manchmal unseren Stolz beiseite schieben. Auch ich kenne Phasen in meinem Leben, wo ich mich versuche, mit etwas zufrieden zu geben. Und wir dürfen hier nicht verwechseln. Es ist durchaus möglich, nicht zufrieden zu sein mit dem, was du lebst, und dennoch in Frieden zu sein. Zufrieden zu sein heißt, ich deckle mein Potenzial. Heißt, ich rede mir ein, dass es schon okay ist, so wie es ist. So, ich möchte dich jetzt fragen, geht in deinem Leben noch mehr? Hast du manchmal Momente, zum Beispiel in so einer Meditation wie vorhin, oder vielleicht nach einem richtig tollen, mindöffnenden Kinofilm, oder nach einem inspirierenden Talk mit einem guten Freund, hast du so manchmal Momente, wo du spürst, ey, da ist noch so viel mehr möglich. In allen Bereichen deines Lebens. Körperlich, in der Liebe, beruflich, Finanzen, seelisch, was auch immer. Erste Frage an dich, ist da noch mehr? Die zweite Frage ist, hast du Bock, den Weg von der Vision in die Manifestation anzutreten? Es ist ein Riesenunterschied, ob wir über etwas nachdenken, ob wir unseren Traum in unserem Geist wälzen oder ob wir sagen, okay, ich gehe jetzt den ganzen Weg. Ich bringe diesen Traum jetzt auf die Erde. Die Traumebene ist extrem wichtig. Etwas auf der visionären Ebene zu empfangen und zu wissen, okay, das bist du wirklich, das ist dein Potenzial, ist extrem wertvoll. Aber ich wette, du hast bereits die Erfahrung gemacht, dass wenn du dann nicht die Brücke schlägst in deinen Alltag und wenn du nicht sagst, okay, ich kristallisiere das jetzt hinunter, bis es Realität geworden ist, dann verflüchtigt sich der Traum wieder. Und da müssen wir ganz ehrlich sein. Ich sage dir aus meiner Erfahrung, es ist viel besser zu sagen, ich verzichte darauf zu träumen und ich mache mir nichts mehr vor und sage einfach, ich versuche mich wirklich zufrieden zu geben mit dem Leben, was ich jetzt gerade habe, als immer und immer wieder Träume zu stimulieren und dann nicht den ganzen Weg zu gehen. Oder aber du sagst, nee, Falk, warte mal ganz kurz. Ich habe vorhin gerade etwas in der Vision empfangen, was so großartig ist. Ich bin bereit dafür, den ganzen Weg zu gehen. Ich habe vorhin gerade auf Instagram, hat mir eine Frau geschrieben, Falk, bevor ich in die Meditation reingegangen, hatte ich so das Gefühl, ey, ich habe ja gar keine Ahnung, was ich eigentlich will. Und dann konnte meine Hand gar nicht mehr aufhören zu schreiben. Also, willst du es runterbringen auf die Erde? Und die dritte Frage, wenn ja, hast du Bock, dich von mir dabei begleiten zu lassen? Weil das ist das, was ich leidenschaftlich gern mache. Ich komme in das Leben von Menschen, die sagen, ich weiß, da geht noch mehr und ich habe Bock, das runterzubringen. Punkt. Und ich bin jemand, der darauf steht, aus dem Träumen in die konkrete Umsetzung zu gehen. Wenn du auf alle diese drei Fragen ein Ja hast, dann lade ich dich ein, mit mir gemeinsam morgen früh das Erfolgswerk zu beginnen. Was ist das Erfolgswerk, für die, die es noch nicht kennen? Das ist ein 33-tägiger Online-Kurs. Das ist das Konzentrat aus 30 Jahren Arbeit mit dem Thema Erfolg. Ich habe ja vorhin ein bisschen darüber berichtet. Ich habe viele Durchbrüche am Anfang zufällig gehabt und irgendwann habe ich in meinem Leben gemerkt, jetzt will ich es wirklich wissen. Ich will wissen,
wie weit ich mein Potenzial entfalten kann. Und ich bin in meinem Leben sehr wahrscheinlich genauso wie du immer wieder an so eine obere, unsichtbare Decke gestoßen, wo ich gemerkt habe, da ist noch mehr. Da ist noch mehr Lebendigkeit, da ist noch mehr Fülle, da ist noch mehr Reichtum. Und ich bin gekreist und gekreist und gekreist und ich habe mich viel mit der Frage beschäftigt, okay, wie kann man diese Durchbrüche initiieren? Wie kann man dafür sorgen, dass eine Einsicht sich nicht verflüchtet, sondern sich auf dieser neuen Ebene verwurzelt? Und ich möchte dir jetzt gern im Folgenden die Prinzipien des Erfolgswerks vorstellen und du kannst es einfach mal nutzen für egal welchen Bereich deines Lebens, in dem du das Gefühl hast, du kommst bis jetzt noch nicht wirklich zum Zug, was dir sehr wahrscheinlich dabei fehlt. Denn, das ist die gute Nachricht, Erfolg ist kein Hokuspokus. Erfolg ist auch nicht irgend so eine Flachland-Spiritualität von ich wünsche mir was vom Universum und das kommt dann schon, sondern Erfolg ist eine wirkliche Wissenschaft. Ist wie Kuchenbacken. Und du kannst das Rezept erlernen und du kannst es für das, was dir wirklich wichtig ist, anwenden. Eine Sache ist mir ganz wichtig, weil es gibt sehr viele verschiedene Erfolgsansätze, damit du für dich checken kannst, ob wir für dich die richtigen sind. Ich bin kein Mensch, der glaubt, dass du durch irgendein Ziel vollständiger wirst, sondern die Basis meiner gesamten Arbeit ist, dass du im Kern eine bereits vollkommene Seele bist. Also, noch mehr Geld auf dem Konto wird dich nicht vollständiger machen. Kein sogenannter Dualseelenpartner wird dich vollständiger machen. Im Gegenteil, wenn du dich auf die Reise zu einem Ziel begibst, in dem Glauben, dass du dieses Ziel brauchst, um glücklich zu sein, dann wird Folgendes passieren. Du wirst dir den Arsch aufreißen. Du wirst sehr wahrscheinlich dieses Ziel sogar vor dir herschieben und gar nicht erreichen. Und selbst wenn du es erreichst, wirst du feststellen, dass du nicht glücklicher dadurch geworden bist. Glaub mir, ich spreche aus Erfahrung. Ich habe das zum Beispiel mit finanziellen Zielen am Anfang meiner Laufbahn häufig erfahren. Ich war jung, ich war ehrgeizig und ich dachte, ich brauche jetzt finanziellen Erfolg. Und ich habe mich nur auf diese Zahl konzentriert. Und ich bin dafür gegangen. Und ich habe immer wieder festgestellt, ja, ich kann diese Zahl erreichen, ich fühle mich danach nicht glücklicher. Im Gegenteil, ich fühle mich enttäuschter. Weil etwas in mir realisiert, das war es wieder nicht. Vielleicht denkst du jetzt, ja, was denn nun, Veit? Ich brauche doch aber Ziele. Weil das andere Lager, das andere extreme Lager ist, nee, mach gar keine Ziele, träum einfach vor dich hin, das ist nicht das, was ich meine. Nee, stell dir Ziele, aber nicht, um vollständiger zu werden, sondern stell dir Ziele, um das, was in dir ist, an wunderschönen Gaben in die Welt zu bringen. Wenn ich mir jetzt Ziele stelle heutzutage, dann weiß ich, dass diese Ziele so etwas sind wie ein Lockköder da draußen, die das Licht, was bereits in mir ist, nach draußen bringen. Das ist schon alles. Und dafür ist Erfolg richtig cool. Und deswegen unterscheiden wir auf Homodea zwei wichtige Komponenten von Erfolg. Der erste wichtige Erfolg ist, überhaupt erstmal zu wissen, was du wirklich willst. Und wir sagen bewusst wirklich, weil die erste Antwort ist meist nicht die richtige Antwort. Wir haben alle irgendwelche Ideen in unserem Kopf. Die Gesellschaft, unsere Eltern, irgendwelche Vorbilder haben uns Ideen angepflanzt davon, was wir denken zu brauchen. Ich brauche noch die Schuhe, ich brauche das Auto, ich brauche noch so und so viel Geld auf dem Konto. Das ist das, was du willst. Und jeder von uns hat viele, viele kleine und große Wünsche. Aber was willst du wirklich, wirklich? Und warum ist das bereits ein Erfolg? Weil du in einer Welt von tausenden Optionen lebst. Und weil du dich in dieser Welt so verirren kannst. Und wenn du in das Kaufhaus dieser Welt gehst und nicht weißt, was du wirklich, wirklich willst, dann reißt du dir den Arsch hoch, du kletterst eine Leiter hoch und du stellst am Ende der Leiter fest, dass du die Leiter am falschen Haus angestellt hast. Wissen, was du wirklich, wirklich willst, ist in dieser Welt der Fülle und der tausend Optionen bereits der erste Erfolg. Wenn du das herausgefunden hast und dabei wird dir das Erfolgswerk in den ersten Tagen helfen, ist der nächste Schritt zu lernen, wie du das jetzt manifestierst.
Wie nutzt du alle deine Gaben, deinen Geist, deine Emotionen, deinen Körper, deine Ideen, deine Freunde, deine Beziehungen, wie nutzt du das, um das jetzt wirklich zu manifestieren? Das ist für mich Selbstwirksamkeit. Es gibt eine Menge Menschen da draußen, die haben mittlerweile zum Beispiel durch Meditation herausgefunden, was sie wirklich, wirklich wollen. Zum Beispiel eine friedvollere Welt, eine glückliche, geile Beziehung. Aber was nutzt dir das, wenn du nicht weißt, wie du deine Power so aktivierst, dass du das auch umgesetzt bekommst? Das ist dann richtig frustrierend. Also, helfen wir dir dabei, zuallererst zu verstehen, dass das, was du jetzt gerade als deine Realität erfährst, also angefangen bei deiner körperlichen Gesundheit, bei dem Level an Freude, was du gerade erlebst, dem Level an Finanzen, aber auch zum Beispiel dem Level an Liebe, an Intimität etc. in deinen Beziehungen. Ich möchte dir erstmal helfen zu verstehen, dass das widerspiegelt, wer du in dir drin bist. Wir nennen das deine innere Matrix. Deine innere Matrix besteht aus der Frequenz, auf der du hauptsächlich dein Leben lebst. Wir schwanken da alle, aber jeder von uns hat eine bestimmte Frequenz. Und wenn du zum Beispiel primär auf der Frequenz von Neid bist oder Traurigkeit bist, dann kannst du bestimmte Dinge, du kannst die nicht mal wirklich vorstellen, obwohl die tatsächlich jetzt gerade um dich herum existieren. Zu deiner Matrix gehören aber auch deine ganzen Überzeugungen, alles, was du glaubst. Zu deiner Matrix gehört aber auch, was du tagtäglich tust. Es ist echt wichtig zu verstehen, Leute, dass alles, was du in deinem Leben verfluchst, tatsächlich ein Erfolg ist. In dir drin arbeitet den ganzen Tag etwas daran, das genau so immer wieder zu kreieren. Ich rede jetzt nicht von Dingen, die mal zufällig passieren, sondern von Dingen, die sich längerfristig in deinem Leben ansammeln. Wenn du eine bestimmte Enttäuschung in deinen Beziehungen immer wieder erlebst, dann nicht, weil du unglücklich bist oder weil du Pech hast, sondern weil du eine innere Matrix hast, die das anzieht. Die zielsicher die richtigen Menschen aussucht, die zielsicher die richtigen Dinge tut, sagt, fühlt, bam, bis es wieder soweit ist. Wenn du bis jetzt nicht genug Kohle verdienst, dann, weil du in deiner Matrix zum Beispiel einfach den Pegel hast, mehr als 1000 Euro ist einfach nicht drin. Und da kannst du dir den Arsch aufreißen. Das Geld wird nicht kommen und selbst wenn es kommt, wirst du es relativ schnell wieder ausgeben. Das heißt, ein ganz wichtiges Prinzip unseres Kurses ist, und deswegen brauchen wir auch 33 Tage, eben nicht einfach mal so in der Meditation, boah, toll, super, truper zu schreien, sondern zu verstehen, aha, wenn du Glück hast, empfängst du in so einer Power-Meditation wie vorhin eine echte Vision. Das heißt, du fährst im Fahrstuhl nach oben. Ja? Du siehst, was möglich ist. Und dann kehrst du nach der Meditation wieder in deinen Alltag zurück. Und das verstehen viele Menschen nicht. Dein Leben pendelt sich wieder in der alten Matrix ein. Und jetzt beginnt die Arbeit, nämlich diese Matrix so zu verändern, dass du das, was du gerade auf dem Berg deiner Seele erfahren hast, dauerhaft lebst. Die gute Nachricht ist, dein schöpferisches Potenzial ist schier unendlich. Und ich weiß, das klingt irgendwie so übertrieben, aber es ist genau so gemeint. Das, was Mensch bis hierher auf diesem Planeten lebt, ist der Beginn, Leute. Das, was du bis jetzt in deinen Beziehungen erlebst, ist der Beginn. Du kannst noch viel, viel, viel mehr erreichen. In allen Bereichen deines Lebens und zwar völlig egal, wie alt du bist. Dein Geist ist frei. Dein Geist kann in diesem Fahrstuhl hochfahren, neue Impulse empfangen, runterfahren, die Matrix verändern und das umsetzen. So, jetzt kann es sein, dass du vorhin in dieser Meditation, wenn du der Aufgabenstellung gefolgt bist, geschrieben hast und für deine Beziehung und für dein Geld und für deinen Beruf etc. eine Menge, Menge neue Vorhaben, Ziele aufgeschrieben hast. Dann geht es jetzt vielleicht so, wie es mir manchmal geht. Wenn ich es wieder verpasst habe, kommt jetzt ein Geständnis, einen ganzen Monat lang mein Zimmer nicht aufzuräumen. Dann stehe ich plötzlich im Zimmer und denke, fuck, dort muss ich anfangen, dort muss ich anfangen, dort fange ich. Überall Baustellen. Und das ist auch einer der Gründe, warum viele Menschen nicht anfangen. Weil sie denken, boah, das ist einfach so viel. Oder aber sie erstellen sich eine Liste mit 20 Zielen und
bluten aus auf dem Weg dahin, was einfach zu viel ist. Nee, wir machen das schlauer. Was ich aber herausgefunden habe im Laufe der Jahre, ist es viel, viel powervoller, ein sogenanntes Herzziel zu finden. Ein Herzziel ist aus all diesen vielen verschiedenen Bereichen deiner Vision ein Ziel, was dich jetzt gerade besonders antörnt und von dem du auch weißt, okay, wenn ich das manifestiert bekomme, zieht das den ganzen Rest hinterher. Es könnte jetzt sein, dass du sofort weißt, was dein Herzziel ist. Es könnte aber auch sein, dass du es weißt. Das weiß ich gerade nicht. Das ist nicht schlimm. Wir beginnen sehr langsam und wir werden die ersten Tage nutzen, um genau dieses Ziel herauszufinden. Ich bringe ein Beispiel. Als ich damals mein erstes Buch geschrieben habe, also mein erstes richtiges Buch, Seelengevögelt, das habe ich wirklich 10 Jahre vor mir hergeschoben. Zum Beispiel, weil ich die Idee hatte, es ist ja alles schon gesagt. Ja, es ist schon alles gesagt, aber nicht auf Veit Lenoir. So, da wusste ich, wenn ich dieses Buch schreibe, rausbringe, verändert das mein ganzes Leben. Da hängt so viel dran. Ich beweise mir, dass ich schreiben kann. Ich zeige den Menschen eine neue Facette von mir. Wenn das Buch vielleicht sogar Erfolg hat, passiert das und das und das und das. Dieses Buch war, wenn ich die letzten 25 Jahre anschaue, einer von den 7 größten Durchbrüchen überhaupt. Da hing so viel dran. Ich musste für dieses Buch disziplinierter werden. Ich musste sichtbarer werden. Ich musste meine Sprache völlig neu artikulieren. Ich musste mich mit Andrea noch mal ganz neu auseinandersetzen, weil ich gemerkt habe, ich muss da noch mal viel, viel mehr in der Innenwelt eintauchen und gleichzeitig sie noch mal viel mehr wertschätzen als meine Partnerin. Also dieses Ziel, dieses Herzziel hat unglaublich viel in meinem Leben bewegt. Homo Dea, unsere Plattform, ist auch eins so einer Herzziele von mir gewesen. Ein sehr konkretes Ziel, von dem ich aber zum Beispiel wusste, okay, wenn wir es schaffen, diese Plattform so aufzubauen, hängt da alles für mich dran. Ich muss mich als Mensch weiterentwickeln. Ich muss ein besserer Mensch werden, ein besserer Lehrer werden. Und so weiter und so weiter. Also du kriegst den Punkt. Ein Herzziel ist wirklich etwas, es macht dich nicht vollständiger, aber wenn du das Ziel erreichen willst, musst du bestimmte Dinge aus dir heraus entfalten. Du musst Potenzial in dir mobilisieren. Und das ist der Wert eines Herzzieles. Und das ist das Kernelement dieser 33 Tage. Nicht von Anfang an, in den ersten Tagen hast du Zeit, dir das alles nochmal ganz in Ruhe anzuschauen, zu lauschen. Aber dann werden wir für ungefähr 30 Tage volle schöpferische Power auf dein Herzziel richten. Das nächste wichtige Element ist das Training in präziser Absicht. Hier nur so viel. Die meisten Menschen missverstehen Absicht mit ich will was. Ich will was kannst du in die Tonne klopfen. Okay? So, du kannst hier oben in deinem Kopf total viel wollen. Aber wenn das, was du wirklich, wirklich willst, nicht zu deiner absoluten Absicht wird, das heißt, jede Zelle deines Körpers durchdringt, sodass diese Absicht aus jeder Pore herausströmt, sodass du nicht mal darüber sprechen musst, vergiss es. Deswegen ist es so wichtig, Absicht zu trainieren. So, wenn du schon mal mit irgendwelchen Erfolgsbüchern, Kursen gearbeitet hast und du hast dein Ziel nicht erreicht, war es sehr wahrscheinlich entweder das falsche Ziel oder aber du hast die Absicht mit ich will was verwechselt. Absicht ist, boah, so powerful, bringe ich dir bei. Das nächste, was du brauchst, ist eine sogenannte Manifestationssequenz. Klingt technischer, als es ist. Schau, wenn du morgen früh aufstehst, ob du willst oder nicht, schaltet sich bei dir sofort deine Manifestationssequenz ein. Du atmest auf eine bestimmte Art und Weise, du bewegst deinen Körper auf eine bestimmte Art und Weise, du denkst auf eine bestimmte Art und Weise. Viel von deinen Gedanken kriegst du nicht mal mit. Du fühlst auf eine bestimmte Art und Weise. Du ziehst dir bestimmte Medien rein. Das heißt, du setzt die Zutaten, die dir das Leben gibt, um zu erschaffen, auf eine bestimmte Sequenz zusammen. Und das Ergebnis ist dein Leben. Also das Leben, was du jetzt gerade lebst, ist das Ergebnis deiner Manifestationssequenz der letzten 6 bis 12 Monate. Tja, und wenn sich in deinem Leben gerade ein Misthaufen befindet, dann nicht,
weil der dahin gezaubert worden ist, sondern eine Manifestationssequenz hat ihn dahin gebracht. Wenn deine Beziehung gerade frustrierend vor sich hin dümpelt, dann nicht, weil dein Partner schuld ist, sondern weil du mithilfe deiner Manifestationssequenz deine Beziehung dahin gestaltet hat. Und Leute, das ist so eine super geile, befreiende und gleichzeitig brutal ernüchternde Wahrheit. Weil es ist natürlich tausendmal easier zu sagen, oh, der ist schuld und das ist schuld, anstatt dich hinzustellen und von außen zu sehen, boah, so habe ich die ganze Zeit gedacht, so habe ich gehandelt, das konnte gar nicht anders sein. Ich betone nochmal. Ich rede nicht von einem Misthaufen, der mal zufällig in deinem Leben landet. Alles, was immer wieder auftaucht, sich über eine längere Zeit hinweg hält, ist das Ergebnis deiner Manifestationssequenz. Kann ganz schön frustrierend sein, kann aber auch total cool sein, wenn du verstehst, wenn ich diese Manifestationssequenz anfange zu verändern, und das braucht gar nicht so viel, an manchen Stellen brauchst du nur einen Klick, ein bisschen einen anderen Winkel, durch eine andere Frage, kriege ich am Ende der nächsten 6 Monate ein an manchen Stellen vollkommen anderes Leben raus. Es ist keine Spinnerei, Leute. Das ist Wissenschaft. Und es ist Erfahrung, weil ich habe in den letzten 26 Jahren immer wieder etwas in meiner Sequenz verändert und sehe das ja auch bei unseren Leuten, die das beherzigen, was dabei passieren kann. So. Als nächstes brauchen wir die Unterstützung von 3 Bewusstseinszuständen. Und auch das klingt technischer, als es ist. Die, die mich kennen, wissen, ich bin Spezialist darin, relativ komplexe Zusammenhänge so einfach runterzubrechen, dass du es letztendlich wie Zwiebelschneiden, Nasepopeln anwenden kannst. Die meisten Menschen versuchen Erfolg in ihrem Tagesbewusstsein zu erreichen. Das heißt, du denkst über die Dinge nach. Aber tatsächlich, die wahre Power liegt in deinem Unterbewusstsein. So 99% deiner Manifestationssequenz ist unterbewusst. Das heißt, wird quasi am Rand nebenbei kreiert. Und wenn es dir nicht gelingt, das, was du zum Beispiel heute in dieser Meditation erfahren hast, in dein Unterbewusstsein plopp rein zu versenken, stehst du am Montag wieder da und bist genau derselbe Typ von Mensch wie davor. Das heißt, wir müssen unser Unterbewusstsein aktivieren und Leute, das muss in Schulen gelehrt werden, weil das ist ABC der Menschenkunde. Und wir brauchen unser Überbewusstsein, weil ich wette, dass du in der Meditation bestimmte Ziele empfangen hast, wo dein Tagesbewusstsein sagt, oh, ich habe keine fucking Idee, wie ich das umsetzen soll. Und auch dein Unterbewusstsein weiß es nicht. Aber und das klingt jetzt spektakulär, ist aber auch praktisch erfahrbar. Du hast einen Zugang zur kollektiven Weisheit der Menschheit. Heißt, jede Möglichkeit, die da draußen existiert, um dein Ziel zu erreichen, ist für dich verfügbar. Und ich werde dir Wege zeigen, wie du mit allen 3 Bewusstseinszuständen arbeitest. Und jetzt wird es richtig verrückt, weil ich werde dich im Laufe dieses Prozesses dazu einladen, deinen Weg hin zu der Erfüllung deines Zieles nicht nur aus der Gegenwart zu gehen, sondern aus der Zukunft. Das würde heute den Rahmen sprengen. Aber stell dir einfach vor, es wäre möglich, mal angenommen, du hast das Ziel glückliche Liebesbeziehung. Es wäre möglich, in deine Zukunft zu reisen, an einem Punkt, wo du diese Beziehung bereits hast, von dort auf den Punkt heute zurückzuschauen und dich zu fragen, was muss ich als nächstes tun? Was ist der nächste Schritt? Auf was muss ich aufpassen? Welche Falle muss ich umgehen? Ist es möglich? Und das werden wir üben. Noch ein ganz powervolles Konzept. Frequenzen. Schau, jetzt gerade, während du mir zuhörst, und ich hoffe, du bist richtig wach, weil das ist richtig cooler Shit, was ich dir gerade erzähle. Okay? Jetzt ist dein Körper hier, okay? Aber dein Wesen kann jetzt in diesem Augenblick auf sehr verschiedenen Frequenzen funktionieren, Realität wahrnehmen. Es könnte zum Beispiel sein, dass dir heute gerade irgendwas Doofes passiert ist und du bist traurig.
dann hast du sicher schon mal die Erfahrung gemacht, wenn du traurig bist, färbt sich irgendwo dein ganzes Umfeld ein. Vielleicht bist du gerade gierig oder du bist ängstlich oder du bist gerade freudig erregt. Der springende Punkt ist, erstens, je nachdem, auf welcher Frequenz du dich befindest, siehst du bestimmte Möglichkeiten und verpasst andere. So jemand, der gierig ist, der kriegt einen totalen Tunnelblick. Okay? Jemand, der sich schämt oder schuldig fühlt, der guckt nur noch nach unten, der sieht gar keinen Himmel mehr. Jemand, der freudvoll und dankbar ist, geht durch die Gegend und er sieht nur offene Türen. So. Zweitens, du siehst nicht nur mehr Möglichkeiten, du bist ein wesentlich powervolleres Wesen. Denn, und das ist ein bisschen fies im Leben, aber jemand, dem es bereits schlecht geht, also der so angeschossen ist vom Leben und sich mies fühlt, der zieht auch immer und immer wieder Sachen an, die nochmal so eins draufhauen, nochmal draufhauen, nochmal draufhauen. Beispiel Beziehung. Ja? Wenn du dich erstmal so richtig eingegraben hast in das Gefühl von bedürftig zu sein und wahrscheinlich liebt dich so und so keiner, ist es nicht eine besonders coole Ausgangsposition für eine geile Beziehung. So, das heißt, es ist wichtig, und das ist ein Paradox, obwohl die Beziehung noch nicht da ist, dich auf die Frequenz zu begeben, auf der die Beziehung bereits existiert. Das heißt, du strahlst Geliebtsein aus und du gehst in die nächste Bar und du bist einfach verführerisch, weil alle um dich herum spüren, dieser Mensch braucht niemanden, sondern dieser Mensch ist wie eine offene Apfelblüte. Frequenzen. So, und last but not least, ich bin ein großer Fan davon, die Dinge nicht mehr alleine anzugehen, sondern dich zu verbinden. Hier an dieser Stelle eine Durchsage. Ihr habt ja vorhin gemerkt, dass unser Zoom-Raum, der für 500 Menschen ausgelegt ist, nicht zusammengebrochen ist, aber der war irgendwann dann einfach dicht, was eine coole Nachricht ist, dass viele von euch daran teilnehmen wollten. Heute um 18 Uhr haben wir 2 500er Räume aufgemacht. Links findest du unter diesem Video und ich hoffe, diesmal klappt es. Bitte gut zuhören. Du brauchst eine Kamera, okay? Okay, ganz wichtig, du brauchst eine Kamera, damit das alles gut funktioniert und damit bist du sichtbar bist. Und du musst pünktlich sein, weil unsere Leute fangen nach der Einführung an und dann ist der Raum auch zu. Für die nächsten 33 Tage werden wir immer wieder größere Zoom-Räume anbieten. Ich werde euch live begleiten, jeden Dienstagabend. Und wir werden euch dann aber auch unterstützen darin, dass ihr kleine Gruppen bildet, mit maximal 8 Menschen, um so richtig geil miteinander loszugehen. Mir fällt auf, dass ich heute auf geil sage, weil ich das wirklich geil finde. So, also Magic Teams als eine Möglichkeit zu sagen, ich brauche nicht immer alles alleine zu machen. Ich gehe das mit anderen zusammen an. Ich merke, ich habe noch was Cooles mitgebracht, nämlich deine Intuition. Ich möchte dir einen Weg zeigen, wie du Erfolg nicht mehr als erlebst, sondern als, hey, ich weiß total, was ich will, ich bin durchdrungen von Absicht und ich lasse mich jetzt elegant und lässig von meiner Intuition führen. So die besten Ideen, zum Beispiel meine Arbeit, übrigens auch beim Buchschreiben, kommen mir nicht hier in diesem Kopf. Komme mir nicht darüber, dass ich groß nachdenke, sondern durch Intuition. Und die coole Nachricht ist, dass wir das alle lernen können. Und jetzt möchte ich gerne noch ein wichtiges Paradox ansprechen, weil du, wenn es um Erfolg geht, immer oft zwei Lager findest. Ja? Es gibt so die Chaka-Chaka-Menschen, die so permanent irgendwas wollen und die häufig mit ihrem Verstand in der Zukunft sind. Und dann gibt es Menschen, die sehr viel Wert darauf legen, in der Gegenwart zu sein und hier zu sein und zu meditieren und die keine Ziele haben. Und wenn du dann eine Weile mit diesen Menschen zusammen bist, merkst du, die sind nett, aber die entwickeln sich nicht. Und die sagen dann immer, ja, aber Ziele holen mich doch aus der Gegenwart raus. Wenn du zum Beispiel einkaufen gehst, da stellst du dir auch Ziele auf, okay? Und dennoch kannst du voll gegenwärtig meditativ einkaufen gehen.
Dein Ziel anzugehen innerhalb von Erfolgswerk wird dich so in Bewegung bringen und gleichzeitig ist es absolut möglich, hier und jetzt in der Gegenwart zu sein. Weil, da gebe ich dir völlig recht, kein Ziel der Welt ist es wert, dass du diesen Moment verpasst. Sondern es ist wichtig zu wissen, wann am Tag du mit deinem Ziel arbeitest und dann lässt du es los und du bist einfach hier. Und für all diejenigen unter euch, die sehr pflichtbewusst sind und die auch dazu tendieren, selbst die allerschönsten Sachen, wie zum Beispiel einen Kochkurs oder ein Tantra-Seminar oder vielleicht einen Erfolgskurs, zu einem Stress zu machen, zu einem Ich muss. Bitte lasst uns, bevor wir starten, eins ganz klar machen. Es geht um Freude. Ich möchte dich von Anfang an einladen, wirklich von dem Punkt ranzugehen, dass du dir etwas schenkst. Es ist kein Ich-muss-Kurs. Es ist ein Kurs, wo du dir die Freude schenkst, deine Gaben in die Welt zu bringen. Ich möchte dich von Anfang an einladen, weil der Kurs wird dich herausfordern, immer wieder zu sagen, wie kann ich das in Freude machen? Okay? Ganz, ganz wichtig, Leute. Weil erstens ist Freude die höchste schöpferische Frequenz überhaupt und gleichzeitig sollte unser Leben einfach möglichst viele Momente der Freude enthalten. Gut, jetzt ganz praktisch. Was haben wir vor? Wenn du sagst, Lindau, ich habe Bock darauf, diese Rakete zu starten, fangen wir morgen früh an mit 33 Tagen. Die Frage kommt immer wieder, warum 33 Tage? Ein größter Feind auf dem Weg zu einer echten Veränderung ist deine Gewohnheit. Solange du neue Impulse immer wieder auf deine alten Gewohnheiten draufsetzen musst, ist es anstrengend. Und sobald du aufhörst, rutscht dir das wieder weg. Ja? Das heißt, der Clou liegt darin, neue Gewohnheiten anzulegen. Also wenn du jetzt bis jetzt immer so gemacht hast, das abzutrainieren und stattdessen zu lernen, so zu machen. Wenn du bis jetzt deine 50.000 bis 60.000 Gedanken am Tag benutzt hast, um dich fertig zu machen, sie jetzt zu nutzen, um dich zu erheben und zu inspirieren. Dafür sind 33 Tage eine gute Spanne. Und für mich, ich habe mit vielen verschiedenen Zeitspannen variiert, für die Tiefe und den Anspruch unseres Themas, dich nämlich auf ein wirklich neues Level von Glück und Erfolg zu bringen, ist es eine angemessene Zeitspanne. Okay? Denn ich möchte gern, dass du nicht dieses frustrierende Gefühl hast, ja, da war was. Ja, stimmt, ich hatte diesen Traum, plups, ist weg. Sondern ich möchte gern, dass du das Gefühl hast, boah, das Ding wirkt. Jetzt gut zuhören, bitte ganz gut zuhören, weil das wird oft missverstanden. Der Kurs geht 33 Tage. Das heißt nicht, dass du dein Herzziel innerhalb von 33 Tagen umsetzen musst. Ganz wichtig. Es wird Ziele geben, die gehen vielleicht sogar viel schneller als 33 Tage. Aber es gibt auch Ziele, wenn du zum Beispiel sagst, ich bin gerade Single und mein Ziel ist, ich möchte gern verliebt sein, ich möchte gern Partnerschaft, ich möchte gern heiraten, ich möchte gern ein Kind. Das wird schwierig in 33 Tagen. So, was wir in 33 Tagen machen, ist, dein Ziel zu verinnerlichen, sodass es aus dir heraus strahlt und deinem Leben ein Momentum geben, von dem du gar nicht mehr zurück kannst, sondern das Ziel wird sich einfach umsetzen. Das ist ganz wichtig, okay? Weil es wäre schade, wenn du dich unter irgendeinen falschen Stress setzt. Ich sage, lass dir lieber ein paar Monate mehr Zeit, aber sorg dafür, dass du richtig schön in Bewegung bleibst. Doch diese 33 Tage sind extrem wichtig, um eine neue Ackerfurche anzulegen. Was erwartet dich in diesen 33 Tagen? Du kriegst 5 Live-Videos von mir, in denen du mir jede Frage stellen kannst und in denen ich bestimmte Themen nochmal vertiefe. Das nächste Live-Video ist am nächsten Dienstag. Dienstag, 20 Uhr, kriegst du alle Links zugeschaltet. Dann gibt es jeden Tag 3 Tagesimpulse. Die sind kurz und knackig. Du kriegst jetzt nicht einen Schreck, weil du denkst, okay, du hast keine Zeit. Ich erkläre dir das in den nächsten Tagen sehr ausführlich, warum das so wichtig ist.
Schau, was wir machen ist, wir wollen, dass dein Verstand aus dieser alten Autobahn rüber switcht in eine neue. Und dafür ist es wichtig, dass du nicht nur am Morgen Impuls setzt, sondern am Mittag, also in der Zeit, wo die meisten schon wieder vergessen haben, was sie vorgenommen haben, der nächste Impuls. Und am Abend gibt es eine Klammer darum. Das hält dich auf der neuen Schiene. Die Impulse sind sehr kurz und knackig. Die sind manchmal nur 4 Minuten, meist sind sie so ungefähr 7 bis 8 Minuten. Die Zeit ist wichtig, Leute. Du kannst noch viel, viel mehr Zeit mit dem Kurs verbringen, aber die Zeit ist wichtig. So, wenn du Veränderung willst, ist die Zeit wichtig. Und ich garantiere dir, also wenn du an dem Kurs so teilnimmst, wie ich den erkläre, dann wirst du Zeit sparen, weil du viel effizienter, viel wesentlicher bist, dass du auf bestimmten Bullshit in deinem Leben einfach verzichten wirst. Okay? Cool. Du kriegst von mir coole Übungen, du kriegst von mir Meditation. Ich habe ja gesagt, es ist wichtig, das Unterbewusstsein anzusprechen und vor allen Dingen dich auch für dein Überbewusstsein zu öffnen. Du bekommst von mir sogenannte Frequenzwandler. Das heißt, das sind ganz einfache Meditationen, die dir helfen, im Laufe deines Alltags die Frequenz immer wieder anzuheben. Also optimalerweise erlebst du dich in den 33 Tagen bereits dort, wo du sein wirst. Ich möchte euch nochmal von Herzen einladen, in die Community zu kommen. Ja? Ich möchte, Community heißt wirklich, in den Chatraum zu kommen, in die Facebook-Gruppe zu kommen, etc. Gut. Das ist Erfolgswerk. Wenn du jetzt ganz neu bist, wenn du das Video zum Beispiel zum allerersten Mal siehst und sagst, ja, okay, du Typ, wo kriege ich das Ding? Du kriegst Erfolgswerk auf unserer Plattform Homodea, homodea.com. Wenn du dich jetzt fragst, was kostet dieser Kurs, der 14,90 Euro. Und das ist kein Witz. 14,90 Euro kostet bei uns das Abo, das monatliche Abo auf der Plattform, ist jederzeit kündbar. Du kannst jederzeit wieder gehen, was ich nicht hoffe, weil es eine coole Plattform ist und weil es zusätzlich zu Erfolgswerk 70 weitere Kurse und eine Menge, Menge andere coole Sachen gibt. Okay? 14,90 Euro heißt nicht, dass der Kurs nur so wenig wert ist. Aus meiner Erfahrung ist der ein paar tausend Euro wert. Aber wir wollen, dass sich diese Menschheit verändert. Wir wollen, dass du auf eine Art und Weise losgehst, dass du deine Kinder inspirierst, dass du deine Liebsten inspirierst, dass du dort, wo du bist, einfach ein Leuchtturm bist. Okay? Nochmal ganz kurz zur Erinnerung. Heute 18 Uhr gibt es nochmal einen Zoom-Call. Wir haben diesmal 2 Zoom-Räume. Der Link ist hier unten drunter. Es wird auch im Laufe der Zeit, innerhalb der 33 Tage, immer wieder Zoom-Calls geben. Wenn du noch nicht in unserer Facebook-Gruppe bist, heute brummt da gerade richtig, komm da einfach rein. Dort kriegst du auf jeden Fall immer jeden Tag alle wichtigen Infos. Und lad dir unsere Homodea-App runter, die gibt es sowohl für Apple als auch für Android. Wir werden anfangen, in den kommenden Tagen euch Impulse, Fragen, Erinnerungen zu dem Kurs zuzuspielen. So, ihr Lieben, jetzt stehe ich hier wie ein kleiner Junge, der kurz davor ist, viele, viele Geschenke auszupacken. Falls du denkst, der Typ ist hyperaktiv, ich kann auch ganz ruhig, aber das Thema treibt mich um, das Thema begeistert mich und ich weiß, dass aus dieser Kursdurchlauf, aus diesen 33 Tagen Menschen hervorgehen werden, die sich selbst bewiesen haben werden, dass sie zu so, so viel mehr in der Lage sind. Und ich bete dafür, dass du einer dieser Menschen bist. Ich bete dafür, dass du am Ende dieser Zeit sagst, diese 33 Tage haben mich wach geküsst. Ich weiß jetzt, dass es prinzipiell keine Grenzen gibt in meinem Leben. Und ich weiß, dass nichts zu gut ist, um wahr zu sein. Also, das ist meine Einladung. Ich habe Bock mit dir, 33 Tage herauszufinden, wer du sein kannst, was du tun kannst und was du haben kannst. Wenn du Bock hast, starte mit uns am 19. April, das ist morgen um 9 Uhr. Für all diejenigen, die jetzt immer morgen am Live-Charger teilgenommen haben, wir legen das zusammen. Das heißt, ab jetzt
gibt es jeden Morgen um 9 Uhr die Erfolgswerk-Lektion und keinen zusätzlichen Live-Charger, weil die meisten Menschen in unserem Netzwerk werden hoffentlich am Erfolgswerk teilnehmen. Und ich möchte gerne nicht, dass ihr gaga geht, weil ihr zu viele Impulse kriegt. Okay? Also jeden Morgen gibt es um 9 Uhr den Impuls. Du kannst aber auch richtig gern schon früher schauen. Und zum Beispiel sagst du, bist ein Frühaufsteher oder du arbeitest und du musst schon aus dem Haus, ist gar kein Problem. Aber wenn du Bock hast, das mit allen zusammen anzuschauen, wirklich live, dann um 9 Uhr. Okay? Und wie gesagt, morgen ist der Tag 1. Wenn du später einsteigst, weil du zum Beispiel dieses Video später siehst, ist überhaupt kein Problem, fängst du einfach ein paar Tage später an, fädelst dich ein, du kriegst die Welle auf jeden Fall mit. Ich möchte mich an der Stelle ganz, ganz, ganz doll bei zwei Menschen bedanken. Das ist meine Frau und das ist meine Tochter. Weil ich habe in diesen letzten 26 Jahren, die ich mit den beiden sehr, sehr viel zusammen sein durfte, einfach so, so häufig gedrängelt, weil ich gespürt habe, ey, da ist noch so viel mehr, was ich rausbringen will. Und es sind zwei Menschen, die nicht ein einziges Mal zu mir gesagt haben, Veit, das geht nicht. Oder gesagt haben, daran glaube ich nicht. Sondern diese zwei Menschen, ihr habt immer an mich geglaubt. Ihr habt mir immer in die Augen geschaut und habt gesagt, geil, lass uns das zusammen umsetzen. Und dafür möchte ich mich von Herzen bedanken. Und ich freue mich auf alles, was kommt. Und ich freue mich auf dich, der du das jetzt gerade siehst. Was auch immer du an wirklicher Sehnsucht in dir trägst, lass dir von niemandem da draußen, von keinem Menschen einreden, dass das nicht möglich ist. Aber lass es dir auch niemals von dieser kleinen Stimme in uns einreden, die uns erzählt, es geht nicht. Sag einmal, fuck it. Weil wenn du mich fragst, wenn ich mal abtrete in diesem Leben und niemand von uns hat eine fucking Ahnung, wann das sein wird, dann möchte ich lieber mit blutigen Knien abtreten. Ich möchte ganz viele peinliche Momente erlebt haben. Ich möchte vielleicht ganz viele Niederlagen erlebt haben, aber ich möchte das Gefühl haben, ich habe es ausgereizt. Ich habe mich niemals einfach nur mit Mittelmaß zufrieden gegeben, sondern ich habe dieses kosmische Abenteuer, ich habe es bis zum letzten Atemzug immer und immer wieder weiter ausgedehnt. Ich bin immer und immer wieder weiter an diesen Rand meines Tellerrandes getreten und gesprungen. Ich habe dir heute Morgen gesagt, bist du offen dafür, dass dieser Tag dein Leben für immer verändert? Und mit der Frage möchte ich heute Abend abschließen. Bist du offen dafür, dass dich diese 33-tägige Reise für immer öffnet? Für deine wahre Magie, für deine wahre Schöpferkraft, für das Licht in dir, was fehlt, wenn du es zurückhältst. Ich freue mich auf dich. Ciao.